Hallo Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte Kevin jetzt bald von der Schwangerschaft erzählen und ich möchte ihm heute was kaufen. Ich bin mir nur noch nicht sicher, was. Aber ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video. Jetzt endlich eine Idee, was ich Kevin schenke, um die Schwangerschaft zu verkünden. Jetzt wollte ich das bestellen im Internet. Jetzt dauert das aber über eine Woche. Also habe ich gesagt, nein, ich bin jetzt zu seiner Eishockey-Arena gefahren. Gehe jetzt in diesen Fanshop und werde das jetzt kaufen. Fast gestorben beim Herfahren, weil das hier eine Großstadt ist. Aber es passt. Ist alles in Ordnung. Ich habe es geschafft. Jetzt gehen wir da rein und ich gucke mal, was wir da so finden an Babyartikeln. Bin so aufgeregt. Ich war eine halbe Stunde zu früh da. Ich habe gerade noch mit Alina telefoniert. Ich werde danach auch noch zu DM fahren, noch einen digitalen Schwangerschaftstest kaufen und zu Kick eine Box kaufen. Und da muss ich mir überlegen, ob ich ihm das heute erzähle. Weil ich habe heute Spätschicht. Das ist halt doof. Da hat er heute Abend, ist ja total müde und hat nicht mehr so Lust darauf, ein Geschenk von mir auszupacken. Am Mittwoch habe ich frei. Vielleicht mache ich es da. Ich habe es geschafft. Ich habe genau das gefunden, was ich wollte. Einmal diese Schnullerkette und einmal ein Body. Den Body gab es leider nicht mehr, ein kleiner, aber gut. 68, da wächst das Baby dann auch rein. Wie süß. Und eine Schnullerkette. Da würde er sich freuen. Jetzt hole ich ihm noch eine Box, wo ich es reinmachen kann. Und noch einen Test, noch einen Schwangerschaftstest, den ich dazulege. Ja, und dann werde ich sehen, wann ich es ihm verkünde. Ich will halt, dass er nicht zu müde ist, weil wenn ich jetzt immer nachts nach Hause komme, die nächsten zwei Tage, dann ist das halt immer doof für ihn. Weil er wartet zwar auf mich, aber er ist dann immer komplett müde. Mittwoch habe ich frei. Vielleicht zeige ich sie Mittwoch. Alina hat mir den Tipp gegeben, dass es bei Teddy richtig schöne Boxen gibt. Ich habe jetzt die hier gefunden. Das ist die schönste, die ich gesehen habe. Und die nehme ich auch mit. Ist die hübsch. Die kommt jetzt auf jeden Fall mit. Und ich brauche für so mehr. Tut sich in letzter Zeit so oft weh. Ich nehme mir mal so ein Eispack mit. So, ich bin wieder zu Hause. Ich wollte euch nochmal zeigen, die kleine Ausbeute. Einmal diese süße Box. Twinkle, twinkle, little star, do you know how loved you are? Richtig süß. Für so näher hatte ich noch so eine Kalt-Warm-Kompresse gekauft, weil sie ja, in letzter Zeit echt oft hinfällt. Für Kevin kamen noch Zopfgummis mit. Und dann habe ich hier jetzt schon mal reingepackt. Das werde ich dann noch ein bisschen schöner machen. Die Schnullerkette und den Body. Dann habe ich hier noch den Schwangerschaftstest. Eigentlich hatte ich den gesucht, wo drauf steht, schwanger oder nicht schwanger. Hier kommt jetzt Plus oder Minus und halt die Wochenanzeige. Da hat Alina gesagt, den soll ich mir holen. Und dann haben wir ja noch diesen hier. Der ist ja nicht digital. Das heißt, der verschwindet auch nicht, weil der hier verschwindet ja nach einiger Zeit. Dann steht da nichts mehr drauf. Und den hier werde ich dann in die Box mit reinlegen. Was Alina auch noch gesagt hat, was ich unbedingt ausprobieren soll. Ich habe hier noch so ein paar Teststäbchen übrig. Entschuldigung, ich habe Kaugummi im Mund, deswegen lispel ich vielleicht ein bisschen. Ich habe hier noch ein paar übrig. Und sie meinte, der soll ein Smiley anzeigen. Hatte sie gehört, also keine Gewähr. Sie hat gehört, dass der Smiley dann stehen bleiben soll, wenn man schwanger ist. Weil eigentlich dürfte ich ja jetzt keinen Eisprung haben. Es dürfte ja kein Smiley stehen bleiben jetzt. Wir machen das jetzt einfach mal und gucken mal, was da bei rauskommt. Ich war auch schon für kleine Mädchen, weil ich war jetzt so lange unterwegs. Ich bin richtig stolz auf mich, dass ich jetzt alles geschafft habe, was ich wollte. 1, 2, 3, 4. So, der müsste gleich anfangen mit Blinken. Bin ich jetzt echt gespannt, ob der überhaupt irgendwas anzeigt. Ich stand hier noch einer Minute, soll der circa anfangen mit Blinken. Er blinkt noch nicht. Er blinkt. Er blinkt. Okay. In der Zwischenzeit, wo wir darauf warten, machen wir auch noch den hier. Ich habe meine Periode heute auch noch nicht bekommen. Eigentlich kriege ich die immer früh.
und es ist immer übereinstimmt mit der App. Deswegen ist es recht unerklärlich, warum ich die nicht bekomme. Ich habe in letzter Zeit auch so ein Ziehen im Unterleib. Kann natürlich jetzt der Einnistungsschmerz sein, aber es fühlt sich halt wirklich an, hätten wir es nicht probiert, als würde ich meine Periode bekommen. So sieht der aus, der andere Test. So, gucken. 1, 2, 3, 4. Und er läuft durch. Er läuft durch. Ich muss ihn ja eigentlich gerade hinlegen. Ich zeige euch das mal. Ihr seid die Ersten, die es sehen. Ich gucke gar nicht hin. Ich gehe mal ans Handy und gucke jetzt gar nicht hin. Ich wollte eigentlich auch noch Alina anrufen, das werde ich gleich bei dem anderen Test machen. Aber hier seid ihr jetzt live dabei. Ich bin am Handy. Ich gucke gar nicht. Ich lege euch das nur so hin, dass ihr das hoffentlich gut seht. Wie lange müssen wir warten? 3 Minuten. Ich glaube, wir brauchen gar nicht warten. Oh mein Gott! Das ist sowas von positiv. Oh mein Gott. Da kommt ein kleines Baby. Ich fasse es nicht. Aber sofort. Was für 3 Minuten warten. Das ist schwanger. Und wie nicht auch. Ich werde das dann circa so hinlegen. Ja, irgendwie so, dass es halt schöner aussieht. Das passt nicht. Ich werde es irgendwie so hinlegen, dass es schöner aussieht. Ja, der ist positiv. Alina ist gerade beschäftigt. Sie ruft gerade selber beim Frauenarzt an, wegen ihren Blutergebnissen. Vollkommen legitim. Sie kann ja danach anrufen, falls sie danach Zeit hat. Jetzt machen wir den hier. Ich bin gespannt. Da soll ja draufstehen, welcher Woche man ist. Der andere ist ja schon mal positiv ausgeschlagen. So sieht der aus. Wie gesagt, den habe ich nur einmal bei Sonea gemacht, da hat der nicht funktioniert. Deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch. Muss da nicht so eine Zeit lang laufen? Ich habe es jetzt mindestens 10 Sekunden drin gehalten. Wo ist die Gebrauchsanweisung? Ich glaube, ich habe es 15 drin gelassen. Warten. Im Display beginnt das Symbol Warten zu blinken und zeigt so an, dass der Test ausgewertet wird. Wenn das Symbol Warten nicht mehr blinkt, erscheint Ihr Ergebnis. Wenn das Symbol Warten nach Verwendung des Tests nicht angezeigt wird, lese ich die Frage 5. Okay. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass der innerhalb von 30 Sekunden positiv wird. Ich bin schwanger. Oh mein Gott. Ich glaube das noch nicht. Ich glaube das einfach noch nicht. Ich fühle mich im Moment nicht schwanger. Ich bin fix und fertig, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie sieht denn der andere Test aus? Der hat ja jetzt noch ein bisschen Zeit zu reifen. Das ist schwanger, Leute. Und hier ist auch positiv. Oh mein Gott. Jetzt bin ich echt gespannt, welche Woche. Come on. Ich müsste eigentlich 2. bis 3. sein. Ich denke, ich bin 2. bis 3. Woche. Der ist ja sofort positiv geworden. 2 bis 3. 2 bis 3. Oh mein Gott. Ich lege euch nochmal alle übereinander hier. Hier auch nochmal der Ovulationstest, der nicht digitale und der digitale. Ich fasse es nicht, oh mein Gott. Warum fühle ich mich nicht schwanger im Moment? Also jetzt gerade hatte ich nur das Ziehen im Unterleib. Oh, muss ich gleich ein Bild von machen. Oh mein Gott, ich bin einfach schwanger. Sie ist schwanger. Irgendwer ruft gerade an. Ist aber nicht Alina. Oh mein Gott. Ich muss beim Frauenarzt anrufen. Ich muss einen Termin machen. Ich rufe da gleich an.
Now we're back where it started. You say you're sorry, so we forget about it. Simple as that, but I don't know where my heart is. Still over the corner. Ein Kinderleid, Dinner? Kinder Pizza bestellt. Dann guten Appetit. Nicht wundern, wie ich aussehe. Ich war auf Arbeit. Es ist schon 12 Uhr nachts und Kevin ist extra noch wach geblieben und hat Pizza bestellt. Und ich will ihm das jetzt gleich geben. Er hat schon so angedeutet, so, ich glaube, ich weiß, was du vorhast. Das ist das Einzige, was ich nicht hören wollte. Und er hat es gesagt. Ich habe einfach gesagt, nein, du weißt von gar nichts. Okay, ich weiß von nichts. Wir werden jetzt was essen und danach gebe ich es ihm. Oben ist es. Ich bin aufgeregt. Es steht noch da. Ich habe gedacht, es ist vielleicht schon ausgegangen. Okay, so. Na dann, Augen auf. Da steht drauf, twinkle, twinkle, little star, do you know how loved you are? Oh nee. War ein normaler Knoten. Zweite bis dritte steht drauf. Ich war heute extra in Mannheim. What the fuck? Also? Ich stand 8:30 vor der Tür und die machen erst 9 auf. So Überraschung schön. Geglückt, oder? Ja, das ist so schön. Warum sagst du mir immer so, dass du eine Spätschicht hast? Ja, was kann ich denn für meine Schicht? Tauschen. Ich wollte es dann Mittwoch machen, aber ich wollte nicht mehr warten. Ich wollte es dir geben. Ein Spartos. Sag gleich voll in eins. Jetzt werden Zwillinge. Noch kann ich Zigaretten holen. Geh lieber die Milch holen. Was machen wir jetzt? Wie, was machen wir jetzt? Jetzt zwinge den Haus ab. Hallo. Ich weiß, was mein Haus für euch. Was hast du gerade vor mir? Ich gehe mal mein Pendel hin. Soll ich lebenswichtige Entscheidungen treffen? Hoffen, dass wir ein Haus kriegen oder nichts. Ja, steckt man leider nicht drin. Wir haben ja noch ein paar Besichtigungen. Ich bin gerade mit so näher einkaufen. Eigentlich wollte ich nach Schnullern gucken. Aber irgendwie ist schon wieder viel zu viel für so näher drin. Ich wollte ganz, ganz kleine Babyschnuller kaufen. Kommst du mit? Wir gucken mal. Oder auch nicht. Ich hatte irgendwo in der reduzierten Abteilung waren welche 0 bis 2 Monate. Die wollte ich kaufen. Hier ist ja alles, ah, das ist auch 0 bis 2. Aber ich wollte echt mal gucken, ob es da was gibt in der reduzierten Abteilung. Und weil Alina ja jetzt ein Babyboy bekommt, möchte ich hier auch unbedingt irgendwas kaufen. Was hast du denn da jetzt? Ja. Stell das mal zurück. Was ist das? Vielleicht habe ich noch Glück da hinten. Hier schon mal 0 bis 2. Ich weiß, ich habe ihn nicht so näher, gar keinen Nook genommen. Also so gar nicht. Ja, da sagt er schon. Das war jetzt schade damals. Hier ist auch nochmal 0 bis 2. Werde ich auf jeden Fall fündig. Dann ist das das Erste, was ich dem kleinen Wärmchen kaufe. Ich will halt auch nichts allzu mädchenhaftes kaufen.
Welcher ist schöner? Wir lassen uns näher entscheiden. So näher. Guck mal, such mal aus. Was sollen wir mitnehmen? Das? Ja. Welche? Was sollen wir mitnehmen? Ein Igel. Genau. Mach den Wagen. Prima. Das legen wir zurück. Die hier finde ich auch interessant. Aber die lasse ich erstmal noch liegen. Er hat es jetzt rausgesucht. Das hier ist das erste, was wir dem kleinen Mäuschen kaufen. Ja, mach den Wagen rein. Das allererste, unser kleines Baby. Baby. Ein Baby, ja. Ich melde mich auch mal wieder bei euch. Es ist jetzt schon einige Tage später. Und in 2 Tagen habe ich meinen ersten Frauenarzttermin. Ich bin echt gespannt. Bei Sonea war ich ja erst in der 7. Woche, war ich das erste Mal beim Frauenarzt. Und jetzt wäre es ja dann schon 5+1 oder so. Ich bin echt gespannt, was der Frauenarzt vielleicht auch sagt zum Entbindungstermin. Weil meine ganzen Apps sagen im Moment, das wäre der 26.12. Dann wäre es ja noch dieses Jahr geboren. Nee, das war jetzt nicht der Plan, dass es dieses Jahr dann schon kommt. Ja, wir sind echt gespannt. Mittlerweile werde ich auch echt müde. Also ich bin kraftlos, ich bin sehr müde und sehr schnell gereizt. Also ich gehe wirklich von 0 auf 100 und das kriegt den Kevin meistens ab, was mir auch sehr, sehr, sehr leid tut. Ich habe auch nächste Woche mein Probezeitgespräch. Ich bin mal am Schauen. Weil ich weiß nicht, ob ich diesen Job noch machen kann, wenn ich dann schwanger bin. Da er einfach auch eine gewisse Risikobehaftung hat. Ich könnte hinfallen im Schwimmbad. Ich kann ja keine Leute aus 3 Meter Tiefe retten. Vielleicht wird mir dann irgendwann in der Sauna richtig schlecht. Bis jetzt geht's noch. Bis jetzt ist da kein Problem. Aber ich merke halt, dass ich sehr, sehr müde werde in letzter Zeit. Noch nicht so müde wie bei Sonea. Da war es ja dann irgendwann so, dass ich wirklich in der Schwangerschaftsdepression reingeraten bin und dann erstmal krankgeschrieben war, bis ich dann ins Beschäftigungsverbot gekommen bin. Aber ich möchte eigentlich so lange arbeiten, wie es geht, weil ich den Beruf halt einfach gern mache, den ich jetzt mache. Wie gesagt, auch nächste Woche noch mein Probezeitgespräch. Ansonsten geht es mir eigentlich gut. Übel ist mir nicht unbedingt. Ich habe ein bisschen Unterleib ziehen die letzten Tage. Ja, ich bin echt gespannt, was man am Montag sieht. Also wenn sie wirklich am Montag die Schwangerschaft richtig feststellen kann und mir auch zeigen kann, vielleicht wo das Baby dann halt so drin liegen wird später. Da gibt es ja diese Fruchthülle und dann liegt ja das Baby drin. Dann werde ich, glaube ich, kein Kinderbuch-Tagebuch mehr führen, sondern eher so ein Schwangerschaftstagebuch. Ja, oh Mann, ich bin überwältigt, dass das so geklappt hat und dass es vielleicht dieses Jahr schon kommt, das Baby. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also so gar nicht. Aber wir bleiben gespannt, was der Frauenarzt sagt. Und ja, wenn das Baby am Montag entdeckt werden kann, dann werde ich wohl oder übel Schwangerschaftstagebücher führen. Ich habe im Moment auch einen großen Bewegungsdrang, obwohl es mir nicht ganz so gut geht. Ja. Krass. Ist einfach nur krass, das ist immer noch so surreal. Und an manchen Tagen fühle ich mich auch gar nicht schwanger. Aber die Tests sagen, ich bin's. Und ich fand's so süß, wie Kevin reagiert hat. Ach ja. Wir werden sehen. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt, was die Frauenärztin sagt. Aber das wird schon. Wir denken positiv. Ich bin jetzt beim Frauenarzt. Mein erster Untersuchungstermin. Ich müsste jetzt in der 5. Woche sein. Ich bin so aufgeregt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung, dass man wenigstens ein bisschen was sieht, dass sie die Schwangerschaft auch feststellen kann. Ich bin so aufgeregt. Ich habe auch ein Paket bekommen, schon vor ein paar Tagen. Und ich habe es Alina schon gezeigt. Aber ich möchte es euch jetzt auch nochmal zeigen. Und zwar wollen wir es ja Kevins Eltern so sagen, dass Sonja ein T-Shirt anhat, wo was draufsteht. Dann habe ich ihr das hier bestellt und da steht drauf, ich werde eine große Schwester. Es ist so niedlich.
Ich bin so gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Das ist ein richtiges Herzflattern. Aline hat auch schon vorhin geschrieben, schreibt mir auf jeden Fall, wie es war und was bei rumkam. Nur Gutes, denke ich. Also ich habe ja meine Periode immer noch nicht bekommen. Also Schwangerschaft besteht auf jeden Fall. Ich hoffe nur, dass er mir auch weiterhelfen kann, zwecks Arbeit, weil ich weiß halt nicht, ob ich weiterarbeiten kann. Gestern hatte ich das erste Mal in der Spätschicht, ist mir schlecht geworden. Also mir ist richtig schlecht geworden, ich habe mich nicht übergeben, das wollte ich nicht vor den Gästen, aber mir wurde richtig, richtig schlecht und ich weiß nicht, ob das geht. Ich muss ja auch zum Beispiel die Peeling-Eimer, die wir dann immer mal tragen müssen zum Nachfüllen der Peeling-Station, die wiegen 13 bis 15 Kilo so und das auf Dauer halt rumzuschleppen ist halt nichts. Beziehungsweise ich könnte ja auch keine Gäste aus 3 Meter Tiefe retten. Ich bin echt gespannt, was die Frauenärztin jetzt sagt. Ich habe erst in einer Viertelstunde den Termin, aber ich bin lieber ein bisschen zu früh da als zu spät. Lieber warte ich noch mal ein bisschen. Ich weiß auch noch gar nicht, wann wir es Kevins Eltern sagen wollen. Ob wir bis zur 12. Woche wieder warten möchten, wie mit so näher oder schon früher oder mal schauen, wie wir es machen. Ich würde jetzt erstmal reingehen. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody singing, oh, everybody singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so, oh, you're looking so. Die Schwangerschaft wurde bestätigt. Das war es also mit dem Kinderwunsch. Ich hatte extra schon meinen alten Mutterpass dabei. Da ist ja auch schon so näher drin. Da passen ja immer 2 Kinder rein. So sieht der aus. Den habe ich, wie gesagt, schon von so näher. Und da stehen auch alle Daten von so näher und so drin. Das ist so niedlich. Jetzt haltet euch fest. Ich habe ein Bildchen von meinem Baby. Hier steht jetzt 5 Wochen und 4 Tage circa. Mal ein bisschen was zuhalten hier. So. Da ist mein kleines Mäuschen. Ja, man sieht es sehr, sehr schlecht. Aber da ist halt die Fruchthöhle. Und da sitzt so ein kleines Pünktchen drin. Und das wird irgendwann ein großes Baby. Wow. Es ist so süß. Es ist so süß. Ich habe ja auch noch alle von Sonia. Alle Ultraschallbilder. Ich glaube 4 oder 5 Stück habe ich. So süß. Das werde ich auch in das Fotoalbum von Sonia mit reinmachen, weil ich habe da noch so viel Platz drin. Was ich auch hier gerade gefunden habe, ich habe hier auf der anderen Seite habe ich Kevin und meine Impfausweise. Und dann habe ich hier die Entlassungsbriefe vom Krankenhaus, wie die Geburt von so näher war und so. Da kriegt ja der Frauenarzt immer noch einen Brief zugeschickt. Und da sind einfach die Briefe. Weil als Patient bekommt man die dann auch. Und das hier muss ich auch zuhalten. Oh, gucken, wie ich das zuhalten kann richtig. Wahrscheinlich gar nicht. Das sind mit 2 Fingern. Und zwar ist das hier das Krankenhauskärtchen, das bei so näher am Krankenbett hing. Da steht halt ihr Name, ihre Größe, wann sie auf die Welt kam. Das hing halt an dem Stubenbettchen im Krankenhaus. Und auf der anderen Seite wäre das blau gewesen für Jungs. Das durfte Kevin nach der Geburt dann eintragen. So, so niedlich. Und diese Hülle hier vom Mutterpass habe ich von meiner Schwiegermama mal bekommen. Die hatten gesagt, ich soll den vorsichtshalber mal mitbringen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob die mich am Telefon nicht richtig verstanden haben, als ich angerufen habe. Weil die haben gefragt, ob ich zur Vorsorge komme und so. Sage ich, ja, wie man es nimmt halt. Ich hatte einen positiven Test. Okay. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Die haben so viele Patienten über den Tag. Dann habe ich jetzt noch einen neuen Termin bekommen für den 17.
Ja, am 17. sieht das Baby dann schon anders aus. Bin ich dann schon in der 8., 9. Woche so? Jetzt erstmal Kevin das Foto zeigen. Der wird sich so freuen. Hoffentlich. Männer erkennen ja auf sowas immer nichts. Jetzt fahre ich erstmal nach Hause. Mein Sunea-Baby wartet ja auch schon. Und Kevin wird jetzt schon gekocht haben. Der wollte zusammen mit Sunea kochen. Und dann können wir uns einen gemütlichen Abend machen. Zu viert. Fast zu viert.